Autsch. Willkommen zurück. Du hast 3 HP. Ja, ich bin hier gerade fast tot, dank demjenigen hier. Alter, töte mich jetzt hier nicht. Dennis. Übertreib's nicht. Ich brauche noch meine Rüssi für die Nähtatur heute, die wir uns heute vorhin noch haben. So, Spitzhacken habe ich noch am Start. Das freut mich. Die habe ich doch hier sehr elegant aufgebaut, oder? Ja, im letzten Part am Ende ist noch hier alles kaputt gegangen hier. Dank einem Creeper. Ich sage so zu Jonas, ja, Achtung Creeper. Und Jonas, bumm, bleibt erstmal stehen, regungslos. Er denkt sich so, oh geil, ein Creeper. Oh, der macht bumm. Ich wollte ihn eigentlich besingen, ich hätte nur noch einen Hit gebraucht, aber den habe ich schon nicht mehr gekriegt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, let's go. Ey, lass mich jetzt hier. Du nicht? Du nicht? Lass das jetzt mal wirklich, meine Rüstung geht down. Und ich habe keinen Bock, tot wieder zurückzukommen. Ach, weißt du was, Dennis? Soll ich ihn hauen? Nein. Och, Jonas! Och, Jonas! Nicht dein Ernst! Geht's, Dennis? Rette sich, er kann! So, jetzt hat sich hier auch das Bild geändert, na toll. Wo bist du? Ich bin gerade in der Overworld. Bin abgehauen. Toll! Ah, die kommen hier rüber! Ja. Invasion der Zombie-Pigman! Weil ich frage auch noch so, soll ich sie angreifen? Oh mein! Ich bin tot, oder? Wo bist du? Ich kill alle. Hallo. Waren zu ungescheit, mich zu. Guck mal, das sind meine Freunde. Denn einer, den du im Real Life hast. Möchte, dass der Kies hier runterfällt. Oh, den Goldbarren, den nehme ich. Den nehme ich, aber egal. Ja, habe ich doch extra für dich gesagt. Achso. Aber halt, Protection 4 ist schon gut. Oh ja. Wollte die ganze Zeit halt die sagen, dann wollte ich das wieder sagen, dann wollte ich das sagen. Eigentlich könnten wir doch hier runterspringen, oder? Theoretisch überleben wir es. Aber praktisch. Wir können es immer ausprobieren. Just for fun, Alter. Und? Wie viel hat's denn schon? 3,5 habe ich noch übrig jetzt. Ich wollte gerade sagen, 3,5. Okay, das geht ja. Und dann springst du runter und dann sagst du, 3,5 habe ich noch übrig. Du hast gefragt und ich war noch nicht fertig mit meinem Satz. Ja. Ja. Toll. Toll, hier war ich schon farm. Da bauen wir uns jetzt mal ein bisschen. Bis der Gas kommt. Ja, ich mach auch mal mit. So, Level 30. Ah, hier geht's noch runter. Aber nur für Lostern, oder? 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 Nein, 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 nein. Ich höre Jonas oben nur noch mit der Diamantspitzhacke hier. Ich bin unten. Oder unten. Boah. Hä? Was denn? Ich bin gerade am Schauen, wo du hin bist. Oder wo du überhaupt lang bist. Ich bin hier unten. Ach, da geht's auch noch lang. Ja, im letzten Part hatten wir auf jeden Fall spannende Fights gegen Ghast. Jonas, da kannst du aber auch die Eisenspitzhacke nehmen, weil das nimmt sich, glaube ich, nicht viel. Ich habe keine Eisenspitzhacke. Oh. Ja, mit ihrem Spitzhacke, die können wir noch so für so viele Dias halt gebrauchen. Hä? Die hat doch noch 1400 Durability, was willst du denn? Ich weiß es nicht. Stop crying. No. Willst du sterben? Und nur ein Zombie-Pigman hätten. Mach doch, wenn du dich dann besser fühlst. Ja, und? Fühlt sich jetzt besser? Nein, irgendwie nicht. Also bei mir ist alles. Ah!
Was machst denn du da rum? Guck doch mal! Guck doch mal! Das ist mein Thumbnail. Also ich bin Best Friends mit den Zombie-Pigmen. Hör auf, hier irgendwas abzubauen! Oi. Ich würde so gerne die Blöcke da abbauen. Aber das Problem ist, besteht dann die Möglichkeit, dass du stirbst und dann bin ich alleine hier. Darauf habe ich auch keinen Bock. Die sind besessen von dir. Ich glaube, ich schlachte die jetzt gleich alle ab. Dennis, wollen wir? Also, ich mache nicht mit. Warum? Ich bin Best Friends mit dem. Zu meine Teammates. Run, Jonas, run! Run! Oh, die XP, die nehme ich doch gerne mit. Da kommt er mal. Guck! Hinter dir. Oh! Die kommen, die kommen! Nein! Die kommen. Oh! Jonas! Lauf weg, bau dich ein! Lauf, bau dich ein! Ich halte sie auf! Nein! Komm zurück, komm! Okay, meine lassen mich jetzt in Ruhe. Ich weiß nicht, ob deine dich in Ruhe lassen? Wo bist du? Da hinten. Hier hinten. Greifen die dich nur an, ja. Hab alle gekillt. Da ist noch einer. Noch einer. Danach sollte es für dich auch gut sein. Hui. Ne, da kommt noch einer. Du bist bei dem beliebter irgendwie. Eben gerade, ich weiß nicht, ich sehe den Pigment so ankommen, wie er dich von hinten so schubsen will und dann denke ich mir so, scheiße, jetzt muss ich doch mal eingreifen. Da kommen noch mehr. Was machst denn du mit denen? Die haben mich einfach in Ruhe lassen. Anscheinend habe ich denen Respekt gezeigt. Zeig dir mal ein paar Respektschellen. Noch einer auf mich zugerannt kommt, ne? Ich raste aus. Ach man, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Achtung, Jonas. Ich stelle dich jetzt lieber nicht in den Weg. Schau, dass die kaum XP geben, die Pigmen. Boah! 3 AP. Interessant, ich greif die an und die pointen immer noch zu dir. Was bist denn du für ein Magnet? Hä? Das verstehe ich gar nicht. Das mach ich aber hier hoch, ich hab 3 HP. Oh Mann. Wie wird's denn erst, wenn wir eine Netherfestung oder so finden? Komm. Wärst du fies, hättest du da Blöcke hingesetzt, dass ich nicht rüberspringen darf? Nicht bei Minecraft Hardcore. Ja, sonst immer, oder? Ja. Aber Minecraft Hardcore hört der Spaß auf. Ja. Obwohl wir gerade auch Spaß hatten. Das ist nämlich Hardcore. Ist ja kein Minecraft Softcore. Wie einfach Jonas viel schneller ist als ich. Ich hab gleich 33 Level. Was wir unbedingt brauchen, ist eine Netherfestung. Stimmt, brauchen wir ja auch für Netherwurzen.
Ich baue mir jetzt hier auch noch mal ein bisschen die Level ab. Jo, mach das. Denn es, für mich kommt es gerade so vor wie 16 Uhr gerade mal. Ah, lol. Ja, wann sind wir aufgestanden? Wieder spät. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich weiß noch gar nicht, wie lange ich heute aufbleibe, weil morgen will ich ein bisschen eher aufstehen. Damit ich überhaupt noch was am Tag habe. Übrigens bin ich Level 33. Weißt du schon, wann du morgen losfährst? Ja, so 22, 23 Uhr. Ah, okay. Na gut, dann lass uns mal nach Hause gehen, oder? Joa, da hast du recht. Ich habe die Koordinaten vorhin im Chat geschrieben. Bedeutet aber, wir finden es erstmal auch so zurück, stimmt. Und irgendwann machen wir eine Netatour, wo wir eine Netofestung als Ziel haben. Und dann werden wir da uns eine Weile aufhalten. Bedeutet, wir müssen da vielleicht einen Ersatzrüssi mal mitnehmen. Falls unsere dann schon fast kaputt ist. Und genügend Essen dabei haben, genügend Blöcke. Genau, so ein bisschen Vorbereitung. Warte, Dennis, ich baue das für dich lieber ein bisschen safe. Hatte ich sowieso auch geplant. Ich springe da einfach hier rüber, ich wollte es für Dennis einfach nur safe bauen. Ich bin da eher der Vorsicht. Da musst du springen. Oh! Weißt du, was ich gerade für ein Herzkasper gekriegt habe, wo du einfach geradeaus weiterlaufen bist? Was ich gerade sagen wollte, in Minecraft Hardcore merkt man so zwischen uns beiden, du bist eher der lieber No Risk, No Fun und ich bin eher Safety First. So, wo geht's denn jetzt eigentlich lang? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Geht's nicht? Wir müssen nach oben, da sehe ich nämlich meinen Weg. Ah ja, wir sind ja hier runtergesprungen. Noch habe ich Blöcke dabei, das passt ja. Mach mir nach. Jo. Ist ja jetzt auch wirklich die letzte Folge vom Praktikum, beziehungsweise für dich vom Urlaub. Ist ein komisches Gefühl. Weil meine letzte Pause so, wo ich, oder jetzt mal, als ich wirklich länger weg war. Oh mein Gott, ein Zombie-Pikmin ist hier. Ja, der war vorhin schon da. Hast du ihn direkt angegriffen, oder wie? Ne, er hat mich angegriffen. Oh lol. Und? Der war vorhin friedlich bei mir. Den gar nicht gesehen. So viel Wert hat er bei mir schon. Er hat das Schnarzeln. So, auf den Helm oder auf die Schuhe? Schauen wir erstmal, achso, wenn bei beiden Schutz wird, dann Helm. Schutz 4, Haltbarkeit 3, Atmung 3. Wunderbar. Krieg auf den Brustpanzerschutz 3 und auf den Dings Wasserläufer 3. Was kriegst du? Wasserläufer 3 und Schutz 3. Ah, Schutz 3 ist jetzt nicht so das Wahre. Dann soll ich doch mal auf dem Buch gucken. Genau. Wasseraffinität 1. Wir sagen schon Schutz 3, oder? Nur das, ja, kann man auch notfalls verwenden. Was soll ich auf Risiko gehen mit Wasserläufer 3? Schutz 3, ich habe gerade mich komplett erschrocken. Es kam gerade bei mir eine Meldung rein. Keine Ahnung, was das jetzt genau war. Wahrscheinlich neuer Abonnent. Schutz 3, Haltbarkeit 3. Nice. Aber ich frage. Auf die. Ja? Sag ruhig erstmal. Nein, mach du. Okay. Bei mir kam gerade ein Sound rein. Das ist der Sound für die Livestreams, wenn ich einen Abonnent bekomme. Ich frage mich nur, warum der gerade hier in einer normalen Aufnahme ertönt, wo ich das gar nicht eingestellt habe. So, was wolltest du sagen? Oh, Schärfe 3 Buch kann ich kriegen. Ja. Mach ja damit. Stimmt, wir können ja die Schuhe ja auch mit einem Buch notfalls nochmal verbessern. Brauchen wir ja keine neue Schuhe für. Mit die Hose. Oder die Hose, was. Ja. Nee, ich hatte jetzt nicht. Das hatte ich übrigens vorhin schon gesagt. Oder in der letzten Folge. Oh, okay. Gut, ich bin so ein bisschen durch den Wind. Danke übrigens fürs Zuhören. Ne, ich schau. Ja. Ich schau. Gut, Dennis, das war's dann auch wieder. Ich hör zu. Nur manchmal ist mein Gehirn wie ein Sieb. Das ist öfter mal. Das stimmt. Aber ich kenne noch jemanden, bei dem das so ist. Bei mir nicht. Nein, bloß nicht. Hä? Wenn ich dir mal was sage und irgendwann später dich darauf anspreche, sagst du, oh, hä? Ja, natürlich.
bin auch nicht. Ich bin auch nicht einer, der alles wissen kann. So. Dennis, deinen Job wieder? Kartoffeln abernten? Ja, theoretisch ja, aber praktisch haben wir eigentlich noch genügend. Ne, ich nicht, ich hab nur noch drei. Ah, was bist du? Ich hab auch nur noch eine. LOL! Dann let's go. Ich hab mir jetzt gerade nämlich extra Dings geholt, Weizen. Ah, okay. Aber ich hab vergessen, wieder anzupflanzen. Na toll. Mach notfalls die NPC-Bewohner, falls du noch welche am Leben gelassen hast, weil ich sehe keine mehr. Natürlich habe ich euch am Leben gelassen. Okay. Kappa. Hast du wirklich alle umgebracht? Nein, Mann. Eigentlich nicht. Weil ich sehe keinen mehr. Es können auch Monster gewesen sein. Ich weiß. Ich war es nämlich nicht. Hier ist noch einer versteckt. Oh, mit das Leder handelt er. Ey, das, wenn wir genügend Leder haben, können wir uns jetzt das Markt holen. So gesehen. Wofür brauchen wir Smaragde? Um irgendwas anderes Geiles zu traden. Später mal. Na klar. Und übrigens, ich kriege nicht so viel Kartoffeln. Da hinten ist doch auch noch ein Feld. Ich war da hinten gerade. Oder wo meinst du? Ach, da hinten. Oder wie? Da. Hier ist das Weizen, beides Weizen, ja. Ja, 16. Passt. Das sind immer 35 Kartoffeln. Ich habe nur falls noch mal ein paar Karotten im Inventar. Da kann ich mich auch erstmal ein bisschen ernähren und du kannst die Kartoffeln kriegen. Ist auch noch ein bisschen Weizen. Und sowieso nur das Brot. Gut. Oh, noch vor mir ein schönes Weizenfeld eigentlich zu machen. Aber mal gucken. Theoretisch kann man ja später auch große Felder machen. Ja. Könnten. Klammer, in irgendeiner Minecraft Hardcore Staffel hatte ich auch ein automatisches Feld gemacht. Aber ich glaube, die zweite Staffel, wenn ich mich recht erinnere. Lass doch den Boden aus Glas machen. Ich mach das schon aus Holz. Ja, dann kannst du doch aber hier aus Glas machen. Bei Verzerrungsdurch, ja, warum nicht? Da drunter ein bisschen Lava. Ja, theoretisch schon. Soll ich das machen? Nee, weil da sonst das Holz hier anfängt zu brennen. Dann mache ich Wasser. Oder so, ja. Dann brauche ich aber auch erstmal Glas, gib mal Sand. Glas ist noch in der Kiste. Vielleicht auch im Ofen auch noch, weiß ich jetzt nicht. Okay. Damit ich das hier mal kurz abzäunen kann. Mhm. Denkt dann auch unter den Bücherregalen. Ja, ja. Gut. Wie fange ich denn da am besten an? Ich hätte. Einfach machen? Ach so, willst. Ich dachte, du willst das noch eine Ebene. Dass du da noch eine Ebene tiefer machst und dann da das Wasser und da drüber das Glas. Ja, okay. So hatte ich. So. Ja, genau. So hatte ich nämlich auch gedacht, dass du das so vorhast. Ja, hatte ich auch eigentlich vor. Ich weiß gar nicht, was ich da eben gerade gemacht habe. Lol. So, den Baum hier abholzen und dann brauche ich jetzt noch ein paar Eichensetzlinge. Ein paar Minuten noch, dann ist diese Folge vorbei. Echt schon wieder? Ja. Und dann wird für uns die nächste Minecraft Hardcore Folge erst in 2 Wochen aufgenommen. Etwas mehr als 2 Wochen. Ja, passiert. Ja. Und von dann an wirklich nur 2 Folgen wöchentlich. War jetzt nur einfach wegen der Vorproduktion. Warte mal, weißt du, was ich mir jetzt mal mache kurz? Was denn? Guck mal, sitze und lerne. Mhm. Ui. Teil. Guckst du überhaupt noch? Ja, ich hab ja gerade gesehen, was du gemacht hast, ja. Jetzt kann ich mir nämlich hier immer was holen. Jo. Wollen die extra mal weglaufen. Und ich hab mir gerade eine Axt wegen einem Holzstamm gemacht. Digga. War auch sehr, sehr, sehr gut.
dann hier nochmal ein bisschen was anpflanzen, dass wir dann bald auch den Boden fertig haben. So. Ja, die Erde hier drin kommt weg. Und dann nimmt so gesehen das Haus so langsam auch Gestalt an. Man so haben will, ja. Ja. Ein Dach fehlt natürlich, das war ein einfaches Dach. Da habe ich jetzt auch keinen Bock, wirklich so lange mich daran aufzuhalten. Also am Dach kannst du doch ganz schnell machen. Genau. Siehst du da einfach ein bisschen was drüber und fertig ist. Richtig. Ist ja nicht das richtige Minecraft Let's Play. Ich hatte ja schon mal gesagt, wer wirklich was wirklich zusehen möchte, wie ich was Gutes oder was Aufwendigeres baue, der soll in Minecraft reinschalten. Da baue ich zum Beispiel ja momentan ein großes Schiff. Oder fange ich gerade an oder irgendwie so. Und wenn nicht, dann habt ihr jetzt einen kleinen Spoiler. Ah doch, ich müsste eigentlich schon angefangen haben. Perfekt. Nee. Zwei fehlen noch. Ja. Spaß. Spaß. Achso. Hier rundherum wird jetzt nämlich abgebaut. Achso. Passt. Oh fuck. Ich hab ein Glas zu viel abgebaut. Ja, ich hab hier Sand. Ab in den Ofen damit. Ah. Sieht unsere kleine Zauberungsecke ja, überhaupt nicht schlecht aus, so richtig gut, gute Idee von dir. Ich hatte eigentlich geplant, dass ich da Lava hinmache. Ja, das, wie gesagt, das Problem, dass einfach... Und ich glaube, ich lasse mal die Wasserquelle sogar hier, oder? Kannst du gerne lassen. Das Problem, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ausgereicht hätte, aber so 2-3 Blöcke entfernt, da sollte noch Feuer überspringen können. Also nicht überspringen, sondern rüberspringen, so. Ja, wie dem auch sei, die Folge ist auf jeden Fall jetzt, neigt sich dem Ende zu. Dann können wir zu langsam jetzt hier zum Ende kommen. Und hier hoch. Dann bis zum nächsten Mal. Das musste jetzt unbedingt noch sein. Komm, kleines 1v1 Hand. Warte. Muss aus F5 raus. Okay, das reicht. Meine Ausrüstung ist weit down. Gut. Ja, jetzt wird's nochmal Nacht. Das ist doch egal, dann lass doch Nacht beenden und. Genau. Dann. Bis nächstes Mal, viel Spaß euch noch, schalt wieder ein und bye bye. Ciao. War klar.